Heute lernen wir, wie wir Gleichungen und Ungleichungen durch Äquivalenzumformungen lösen können. Als Grundlage vorausgesetzt wird die Kenntnis von Termen und das Zusammenfassen von einfachen Termen mit Variablen. Anhand dieser Gleichung werde ich euch erklären, wie man den Wert der Variablen hier im Beispiel x bestimmen können, so dass die Gleichung eine wahre Aussage bleibt. Wir schauen uns anfangs die beiden Seiten getrennt an und fassen alles zusammen, was wir zusammenfassen können. Links ist es 4 minus 5 ergibt minus 1, rechts 2x plus 5x ergibt 7x und minus 2 plus 21 ergibt 19. Schaut das Ganze schon wesentlich einfacher aus. Jetzt geht es an die Äquivalenzumformungen. Ziel ist es, alle kleinen Terme mit x, hier 7x und 3x, auf eine Seite zu bringen und alle Zahlen auf die andere Seite zu bringen. Dazu subtrahieren wir von der Gleichung auf beiden Seiten minus 3x. Das ist unsere erste Äquivalenzumformung. Und diese Äquivalenzumformung, die tun wir immer durch einen Kommandostrich rechts der Gleichung kennzeichnen. Hier haben wir das bereits vollzogen. Es ist auf beiden Seiten minus 3x hinzugefügt worden. Dann vereinfachen wir wieder. Hier steht 3x minus 3x, das hebt sich auf. Und auf der rechten Seite 7x minus 3x wird zu 4x. In der zweiten Äquivalenzumformung werden wir jetzt die plus 19 auf die andere Seite bringen, indem wir auf beiden Seiten minus 19 subtrahieren. Dann haben wir hier plus 19 minus 19 ergibt 0 und minus 1 minus 19 ergibt minus 20. Bei der letzten Umformung ist es das Ziel, die Variable hier des x alleine zu stellen. 4x heißt ausgeschrieben nichts anderes als 4 mal x und durch beiderseitiges Teilen durch 4 bekomme ich das 4 geteilt durch 4 ist 1 von dieser Seite weg. Da steht dann 1x oder nur noch x, muss das natürlich auch auf der rechten Seite machen. Minus 20 geteilt durch 4 ist minus 5 und habe schon das fertige Ergebnis vorliegen. Hier habe ich noch einen kleinen Fehler entdeckt. Das muss natürlich ist heißen. Zuletzt wird der errechnete Wert von minus 5 in Form einer Lösungsmenge L gleich minus 5 aufgeschrieben. So, das war jetzt sehr ausführlich. In der Kurzform schaut das folgendermaßen aus. Hier die Anfangsgleichung, dann dahinter das Äquivalenzzeichen. Das zeigt, dass diese Gleichungen alle äquivalent zueinander sind. Dann hier die zusammengefasste Form, die erste Äquivalenzumformung, die uns alle Werte mit x auf eine Seite bringt, die zweite Äquivalenzumformung, die uns alle Werte ohne x auf die andere Seite bringt und die letzte Äquivalenzumformung, die uns das x oder die allgemein die Variable allein stellt, so dass sie die einzige Lösung für diese Gleichung anzeigt. Das war's schon. Jetzt könnt ihr üben.